Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wochengruß. Heute wieder aus dem Wald und ich habe keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt, aber in gut 9 Monaten ist Weihnachten. Vielleicht jetzt schon an die Geschenke denken. Okay, ich sende heute live von den Karower Teichen. Da sieht das so aus. Da ist Wasser und habe eines meiner wenigen freien Wochenenden. Das wird sich so bald nicht wiederholen und deswegen nutze ich mal die Gelegenheit, wieder von draußen zu senden. Das kam ja letztes Mal auch ganz gut an. Was war letzte Woche neu? Letzte Woche neu war, dass der Daniel am Donnerstag ein wirklich großartiges Webinar gegeben hat über Submodalitäten. Vorher hat er Gitarre gespielt, das ist der Nachwelt leider Gottes nicht erhalten, hat also auf dir schon mal die auditiven Submodalitäten bedient. Dann kamen wirklich großartige Folien. Ja, Daniel hat ja wirklich so ein Händchen, dass er tolle Bilder einbaut in die Folien. Die hat er also auch eingebaut. Und er hat dann auch noch fürs Gemüt großartige Geschichten erzählt. Es war passend zum Thema Submodalitäten sowieso ein Webinar, was größtenteils aus Geschichten bestand. Das Feedback war gut und verdient gut. Und von daher wäre mein Tipp, guck dir es an. Das steht noch bis nächsten Donnerstag auf www.ralfstumpf.de/webinar-tv. Und danach ist es auf der World of NLP ab Pro und auf Edomanto für die Ausbildungsteilnehmer komplett weiterhin der Nachwelt erhalten. Jetzt an diesem Donnerstag kommt Caroline, gibt nochmal einmal ein Webinar über Persönlichkeitsteile. Und die Woche drauf, ich kündige es schon an, habe ich noch ein Sonderwebinar eingebaut zum Thema Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein. Da will ich im Großen und Ganzen einfach mal erzählen, wofür eigentlich Selbsterkenntnis? Weil das fiel mir die letzten Wochen auf, dass immer wieder Leute zu mir ins Coaching kommen und den Wunsch äußern, sich selbst zu erkennen, ihre Stärken, ihre Kernkompetenz, ihre Vision. Und da ist meine Standardfrage, ja, wofür willst du denn das wissen? Was glaubst du denn, was sich ändert, wenn du das weißt? Und darüber mache ich ein Webinar. Genau, ansonsten läuft die Newsletter-Serie über die Ressourcen auf den Ebenen. Gestern kam der zweite zur Ebene 4. Du weißt ja vermutlich, auf der Ebene 4 gibt es 2 Ressourcen. Wir hatten letzte Woche die Timeline, dieses Mal ist Persönlichkeitsteile. Ich bin so verliebt in den Anfangssatz. Also, wenn NLPler irgendetwas auf oberen Ebenen entdecken, dann malen sie gleich ein Gesicht drauf und reden damit. Da bin ich ein bisschen stolz auf den Satz. Ich gebe das offen zu. Genau. Lies den Letter, wenn du ihn noch nicht kennst. Du findest ihn auch bei Edomanto im Archiv und kannst ihn abonnieren auf www.ralfstumpf.de/newsletter und da kriegst du dann auch den Link aufs Archiv. Da kommen nämlich immer auch Beispiele, wie man dann diese Ressourcen in Alltagssprache einsetzen kann. Genau, Podcast war letzte Woche ein Dreier-Podcast mit Dagmar Ulm, einer sehr geschätzten Teilnehmerin aus Österreich, dem Daniel Köpke, der die letzte Woche mehrmals online war, und mir. Wir reden über Heilung und Wahrheit und all diese Begriffe. Und am Ende landen wir in der Bibel. Hatten wir auch nicht anders erwartet und beschäftigen uns mit der Frage, welcher psychografische Typ war eigentlich Adam und Eva? Und war die Schlange Handlungstyp, Beziehungstyp oder Erkenntnistyp? Das ist so eine spannende Frage, ne? Wie fängt das eigentlich an? War Gott Handlungstyp oder war Gott Beziehungstyp oder war Gott Erkenntnistyp? Das sind so Fragen, mit denen sich psychografisch interessierte NLPler beschäftigen. Ja, aber spannend. Nächste Woche werde ich wieder einen Podcast alleine machen. Werkstattbericht aus der NLP-Formate-Manufaktur. Lass dich überraschen, was da kommt. Dann nächste Woche kommt auch der Newsletter wieder, dann über Ebene 5. Da triffst du dich dann selber. Das ist ja auch ganz schön. Und so geht das alles einfach seinen gewöhnten Gang. Ich habe noch ein neues Projekt in der Pipeline. Ich sage noch nichts über das. Aber das wird auch ziemlich cool, wird auch ziemlich spannend. Genau, jetzt genieß noch mal den Blick, genieß noch mal die Sicht. Guck mal, wie schön das hier ist. Heute gibt es einen kürzeren Wochengruß. Ach, jetzt sehe ich aus wie vor einer Tapete, oder? Ralf an den Karower Teichen. Oh, und von oben fällt hier auf mich herab der Schnee. Es ist so schön. Genau, genieße das Leben, egal wie das Wetter ist. Nutze NLP dafür, egal was du davon kannst. Ich weiß eh nicht, ob es NLP wirklich gibt oder ob es nicht viel mehr um die Anwendungen gibt und geht um die Methode, wie man die Anwendungen erzeugt. Das war es diese Woche von mir, kurz aus dem Wald mit den neuesten Neuigkeiten. Und nächste Woche gibt es das wieder ein bisschen länger. Und bis dahin, tschüss.